Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner Torten- und Kuchenwelt. Heute möchte ich euch das Rezept für Kokosmakronen zeigen. Meine Kokosmakronen sind richtig super, super lecker geworden. Ich liebe selber Kokosmakronen, egal welche Variante, die könnte ich jeden Tag essen. Und wenn es so weitergeht, wiege ich Ende Dezember 100% 5 Kilo mehr. Ich muss mich immer wieder zurückziehen und ich muss mich immer wieder beherrschen, nicht so viele Kekse zu essen. Die nehme ich alle mit zur Arbeit. Alle meine Arbeitskollegen dürfen davon essen, nur damit ich die nicht alleine essen darf. Aber die Kokosmakronen, die waren auch richtig schön saftig und lecker. Wir brauchen dazu 4 Eiweiß, so 125 bis 130 Gramm Marzipan-Rohmasse, ein kleines Fläschchen Rumaroma, 200 Gramm Kokosraspeln, 200 Gramm Puderzucker, Saft einer halben Zitrone, eine Prise Salz und später brauchen wir noch entweder Blockschokolade oder Schokoladenblättchen, je nachdem was ihr da habt. Werde ich das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Dann kommt Marzipan rein. Mein Marzipan ist richtig weich und wird dann einfach darunter gehoben. Bis keine Klumpen mehr da sind. So, dann kommen die restlichen Zutaten rein. So, jetzt könnt ihr so kleine Häufchen auf das Backblech geben, entweder mit einem Löffel oder auch mit so einem Gerät. So, jetzt werde ich die auf 180 Grad, Umluft 170 Grad, ca. 15 Minuten backen. Ich habe meine Kokosmakronen aus dem Ofen rausgenommen. So, nachdem die dann vollständig ausgekühlt sind, werde ich sie einfach in Schokolade einfach mit der unteren Seite eintauchen und auf ein Kuchengitter geben, damit das da austrocknen kann. So sehen denn meine Kokosmakronen fertig dekoriert aus. Das Rezept mit den genauen Angaben findet ihr wieder auf meinem Blog, meine Rezeptwelt auf Deutsch und auf Türkisch. Euch wünsche ich natürlich viel Spaß beim Ausprobieren und sage Tschüss bis zum nächsten Video.